Ralf Michael Schmidt ist Anwalt. Tausende Verträge hat er mit seiner Firma Smart Law für seine Kunden schon angefertigt. Nur gesehen hat er noch keinen von diesen Klienten. Denn seine Kanzlei gibt es nur als Website. Das ist halt alles auch automatisiert. Deswegen ist das natürlich der große Vorteil, dass man nicht jetzt ruft kein Kunde bei uns an und möchte gerne einen Arbeitsvertrag mit den und den Daten, sondern er gibt das halt selber ins System ein und im Hintergrund arbeitet dann das System. Maßgeschneiderte Verträge verspricht Schmidt seinen Klienten. Juristische Dienstleistungen aus dem Netz. Für den Bruchteil eines Anwaltshonorars soll der Kunde Vertragsmuster erhalten, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und natürlich auf dem aktuellen Stand der Rechtsprechung. Dazu klickt sich der Klient durch einen Online-Fragebogen, während im Hintergrund das System einen weit verzweigten Entscheidungsbaum abarbeitet. Befristet ja, nein, wenn nein, weiter zur nächsten Frage, wenn ja, auf wie viele Monate und so weiter. Die Idee dazu kommt Schmidt, wie soll es anders sein, als er selbst einen Vertrag braucht. Man sucht dann so ein bisschen im Internet, hat so seine Formularbücher, auch als Anwalt natürlich dann irgendwie zu Hause, sucht sich das raus, schreibt dann da Sachen rein, streicht was durch, ergänzt was, ist sich am Ende aber tatsächlich auch selbst als Anwalt dann unsicher, also ja, als Jurist dann unsicher, ob das jetzt auch wirklich rechtssicher ist. Legal Tech nennt sich die Branche, zu der auch Smart Law gehört. Und die arbeitet daran, Anwälte durch Computerprogramme zu ersetzen. Nico Herting hat bereits vor 15 Jahren ein Buch über die Digitalisierung des Anwaltsberufs geschrieben. Seinen Kollegen stellt er, damals wie heute, kein gutes Zeugnis in Sachen Computerkompetenz aus. Anwälte sind mehrheitlich konservativ und so sie ein bestimmtes Alter haben, auch ja, sehr in ihren Gewohnheiten oft verhaftet. Das ist sicherlich, dass die Anwälte sicherlich nicht an der Spitze der Digitalisierung stehen. Ein großer Fortschritt, so glaubt Herting, wäre es schon, wenn Anwälte in Zukunft ihre Akten nicht mehr auf Papier führen würden. Oder wenn Behörden Dokumente elektronisch annehmen würden. Dann könnten zumindest endlich die Faxgeräte aus den Kanzleien verschwinden. Dabei waren die Visionen schon mal kühner. In den 70er Jahren zum Beispiel. Da gab es viele, viele tolle Leute an den Universitäten, die eigentlich die Vision hatten, dass man einen Fall eines Tages mal einfach mit dem Computer lösen könne. Diese Visionen haben sich jedenfalls in der, so wie man sich das vorgestellt hat, nie so ganz realisiert, eigentlich bis heute nicht. Recht als Rechenprozess, das Produkt von Smart Law, ist also gar nicht mal so neu. Doch erst mit dem Internet bekommen diese Ideen aus den 70ern wieder neuen Schwung. Trotzdem braucht auch Smart Law immer noch echte Anwälte. Als Designer der Frage- und Antwortketten auf ihrer Homepage. So wie die Arbeitsrechtlerin Sabine Feindura. Es fließt also im Prinzip schon die Berufserfahrung meiner gesamten Anwaltslaufbahn dort ein, weil ich da alles zusammenraffen muss, was ich jemals in meiner Praxis an Fällen hatte, um möglichst weitgehend vorauszudenken. Immer mehr Juristen erkennen das Potenzial des Internets für die Zukunft ihres Berufsstandes. Und natürlich liegt der Gedanke nahe, dass das Netz tausende Anwälte in die Arbeitslosigkeit schicken könnte. Weil der Computer die gleiche Arbeit schneller und billiger macht als der Hochschulabsolvent. Dass deshalb in Zukunft scharenweise arbeitslose Anwälte bei ihm anklopfen, glaubt Schmidt trotzdem nicht. Wir können ja wirklich nur Standardfälle abbilden. Das ist zwar natürlich auch die Mehrzahl, aber wir können ja auch nicht nachgelagert, wenn es dann zum Rechtsstreit mal kommt, da sind wir ja natürlich auch außen vor. Das müssen dann wieder echte, lebendige Anwälte machen. Fristgerecht per Fax. Vorerst. Denn bis es Anwaltsroboter gibt, die sich vor Gericht einen Schlagabtausch mit Staatsanwalt und Gegenseite liefern können, ist es noch ein weiter Weg. Und so sind die digitalen Anwälte im Netz vor allem eine neue Möglichkeit, sich in Alltagsdingen juristisch abzusichern. Für all die Kleinigkeiten im Leben, für die man nicht extra einen Anwalt beauftragen möchte.